Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Bomberman R Bomberman, mit den beiden Bomberman. Sängern. Bomberman, Sänger Bomberman. Der glücklichen Fratze. Zellos. Ja, hallöchen. Zellos, die glückliche Fratze. Das ist ich bin so happy. Für dich. Oh, ich habe jetzt eine Blume happy. Auf dem Kopf, Leute. Oh, du hast ein Blümchen auf. Wir spielen ein bisschen Bomberman, so wie letztes Mal auch. Und wir hoffen, dass heute alles total bombig und lustig wird. Die beiden haben gerade eine halbe Stunde geübt, weil mein Internet nicht wollte. Ja. Und sind jetzt in einem riesen Vorteil. Das ja, ist unfair. Auch mental auf jeden Fall. Ach, ich habe übrigens rausgefunden, was dieser Handschuh macht. Was? Dieser rote Handschuh, dieser Boxhandschuh. Ja, was macht der? Damit kannst du Bomben nicht wegboxen. Die Bomben, die da liegen, einfach mit Y musst du ranschlagen, dann haust die weg. Okay. Y? Ja, mit Y. Also müssen wir natürlich erst den roten Handschuh einsammeln, um das probieren zu können, aber ich war total begeistert, als ich das rausgefunden hatte. Okay. Wie bist du da drauf gekommen? Ich kann es dir nicht sagen. Ah, okay. Ich muss zugeben, wir waren ein bisschen betrunken, als wir das letzte Mal gespielt hatten. Ah! So was. Aber nur ein bisschen. Also anscheinend hilft Trunkenheit am Steuer, Bomberman zu spielen. Ja, in dem Fall. Hier, ich hab das jetzt, Achtung. Oh. Zack. Boah, ist ja voll unfair. Cool. Hell? Ja, richtig cool. Wie, du kannst das wegboxen. Das geht so nicht. Boah. Alter, sogar auf die andere Seite kann er das boxen. Ah. Ey, das ist ja richtig fies. Boah, ich hätte ihn fast erwischt. Ey, stirb doch. Du fieses Mädchen. Ich habe alle Items, ich habe alle drei. Boxen, werfen, kicken. Nur weil du ein Mädchen bist. Ich habe so eine Blume auf dem Kopf. Also sogar ein Blümchen auf dem Kopf. Da, ich habe dir das eine Upgrade verwehrt. Da, das andere auch. Was ist denn das mit dem Schubsen nochmal, dass man das so einfach schubsen kann? Das ist deine komische. Der Stöpsel. Dein Stöpsel gewesen, genau. Da musst du eine Bombe vor dich legen und dann musst du hier dagegen rennen. Ah, oh, das war knapp. Hä? Hey? Das ist nicht so schnell explodiert. Das verstehe ich nicht. Du wirst es niemals erfahren. Außerdem schaust du dir die Aufnahme an. Stimmt, dann sehe ich es. Aber du wirst es niemals erfahren. Das ist doch nur, weil ihr geübt habt, ihr Lumpen. Ja, natürlich. Ungerechtigkeit. Oh, ich hab Ungerechtigkeit. Alter, das hat ja nicht riesen Bomben, ey. Das ist ja übel. Oh, das ist ja cool. Komm doch mal zu mir. Nö, das will ich nicht. Oh, Angst. Huh! Aha! Uiuiuiui! Oh Gott! Direkt Sudden Death in der ersten Runde. Was ist hier los? Es wird ein Unentschieden, glaube ich. Alle! Oh Gott, das wird spannend. Juhu. Oh, ich hab Panik bekommen von den Stottern. Ja. Und vor diesem Barry. Ja, vor diesem Barry, ja. Dynamischen Roten. Ja, dynamische Rote, ja. Das der radikale Rote. Der rasante Rote. Oh. Der Rote. Aber er steuert sich doch nach diesem Patch ein bisschen besser, ja, finde ich. Ja, würde ich auch sagen. Deutlich besser sogar. Der rechtsradikale Rote. Oh. Das heißt, ich kann jetzt die Bombe nehmen und dann drücke ich Y? Du musst dahinter stehen. Ne? Also, genau. Ah. Okay, bin ich nicht so vorbegeistert. Ich glaube, das werde ich ignorieren. Das ist in manchen Notfällen würde das sicherlich den Arsch retten. Ja, da kann ich immer noch panisch Y drücken. Wenn oder einfach sterben. Oder einfach sterben, das genau. Das geht auch noch. Nein. Genau noch. Sterben ist doof. Sterben ist doof. Was da labert, ne? Sterben ist nicht doof. Sterben ist voll dufte. In. Sterben voll ist in dieses Jahr. Ist richtig Indie. Und heute willkommen bei den neuesten Trend-News von den Promis. Sterben ist in. Sterben ist richtig in. Ja. Sterben ist doch da nur in, wenn man 27 ist, oder wie war das? Was? Ach, come on. Ich hab dich verarscht. Ich dachte eigentlich, ich sterbe. Ich hab mich selbst verarscht, glaube ich. Ja. Achso, hast du gut gemacht. Also dich selbst verarschen. Da, hier, Bombe. Geh weg. Und ich hab mich selbst getötet. Oh, und der Barry schon wieder. Dennoch ist heute sehr selbstmordgefährdet. Ich bin heute selbstmordgefährdet. Das ist auch bei Smash schon so gewesen. Also es ist... Also Smash war heute nicht dein Tag, oder? Letztes Mal hab ich abgekackt. Nee, überhaupt nicht. Warst du's. Nee, heute war mein Scheiß, ja. Naja. Ist egal, dafür bin ich noch. Ich bin trotzdem happy. Ich einigermaßen. Das ist sehr wichtig. Einigermaßen, ja. Ich bin immer sehr glücklich. Ja, guck mal. Und ich habe Roller Skates. Und jetzt kann ich mich schnell bewegen. Woo! Und ich habe mich selber wieder umgebracht. Oh nee. Du musst jetzt aber bitte mal auf Barry gehen. Der hat schon 2 Punkte. Nein, okay, geh auf Rikus. Ja. Der hat 2 Punkte. Der lügt. Du hast 2 Punkte. Du hast 2 Punkte. Nein, du hast 2 Punkte. Ja. Ah, fuck. Sehr gut. Hasse euch alle. Ganz besonders Nikos. Ich hab einen Blümchen auf dem Kopf.
Man muss echt aufpassen. Ja, ja, bei diesem Rikus, ne? Ganz kritisch, der Mann. Ganz kritisch. Come on, here we go! Leave it to me. Oh, der ist so... Oh, meiner ist so happy. Oh, der ist so happy. Oh, der ist so richtig happy. Macht er dich auch happy? Ich hab mir heute erst von einem Mitarbeiter, vom Kollegen gesagt bekommen, dass der Snoop Dogg sich umbenannt hat zu Snoop Lion. Habt ihr das mitbekommen? Wirklich? Das ist ungefähr schon 2 Jahre her. Ja, ist aber echt schon sehr lange her. Aber das Album ist sehr gut, ich hab das. Das scheint aber niemand zu interessieren, oder? Doch, ich fand das Album gut. Nee, ich meine, dass er sich, also das, der ist immer noch Snoop Dogg. Ja, das war nur so ein Gag, der heißt auch immer noch Snoop Dogg. Das war nur, weil der ein Reggae-Album gemacht hat. Mag der die Lion-Schokoriegel eigentlich? Eigentlich. Das ist eine gute Frage eigentlich. Ich ruf ihn gleich mal an. Kennt er das überhaupt? Sag mal, bekomme ich immer irgendein fucking Item oder nix? Nee, brauchst du nicht. Du bist viel zu gut und brauchst keine Items. Bin nur Zweiter. Nur Zweiter, jetzt wird er wieder gleich anspruchsvoll. Ja, wird er wieder anspruchsvoll. Abgehobener YouTuber, Gott, ne? Oh Gott, nö. Nein, Hilfe. Da kriegst du Panik. Oh, sehr schön. Das gibt's nicht. Dieser elende Lump. Das war Lump. Dieser Lump. Wie ich da wirklich genau auf dem richtigen Feld stehen geblieben bin, ne? Ei, ach. Ja, das läuft wieder mal. Ja, ich gewinne einmal! Action Man, der größte Held immer in der Welt. Ja, das stimmt. Ah, hattet ihr früher auch Action Man-Figuren? Ja, ich hatte noch Action Man, ja. Was ist ein Action Man? Was sagt Alter, Action Man, das. Alter, weiß nicht. Es sagt mir irgendwie was, aber ich kann es überhaupt gar nicht zuordnen. Ich glaube, das war nur ein Schwarzenegger in einer komischen. Das war so eine Mischung aus Schwarzenegger und Barbie-Puppe. Vielleicht kenne ich es auch nicht. Das war verdammt ja, doch, cool. Kann sein, ja. Dennis hatte das bestimmt, oder? Nee, ich hatte das nicht, aber ein Verwandter hatte das. Und wir haben dann immer so getan, als ob der irgendwelche Dinosaurier besiegen kann und so. Das ist lustig. Wieso so getan? Das kann der doch. Ja, natürlich kann er das. Arnold Schwarzenegger, der kann das. Ja, natürlich. Wenn er durch die Zeit reisen und Terminator spielen kann, dann kann er das auch natürlich. So. Oh, gefährlich. Ich treffe Rikos nicht. Meiner Tellers angreifen. Nein, niemals. Ich habe jetzt einen Punkt, den wirst du mir nicht klauen. Nein, das ist jetzt meins. Oh, der war gemein. Oh, das ist der Schwein. Der hat das Ding so. Ne, vor Rikos weg. Rikos ist gefährlich. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Fuck. Was ist denn hier los? Easy. Was ist denn hier los? Comeback des Tages. Also damit habe ich nicht gerechnet, Zellos, Hut ab. Ja, nice. Das siehst du, ne? Hab das direkt zurückgesteuert. Ich stand da, hab das Ding so angeguckt, da hat man nur so... Fuck. Also, du hast schon erwartet so, ja, jetzt rückt dich gleich der Zellos auf, ja! Was denkst du, zurückgeschleudert, hihi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aber ist das, wenn man das Spiel im 4-Spieler-Modus spielt, wie hast du das gespielt? Mit diesen Joy-Cons oder Rikos, ja, oder? Joy-Cons, genau. 3 Joy-Cons. Also wir haben jetzt nur. Aber ja. Eben, du kannst ja Pro-Controller nehmen und dann 2 Joy-Cons und das ist gut. Ich habe keinen Pro-Controller, aber mein Kumpel hat ja auch eine Switch. Der hat die. Ah! Und ich hab direkt so, der so, ja, kannst du mal so lange mal, während ich rauchen bin, mal die Dinger umstecken? Und ich so, yo, mach ich. Und hab so diese extra Dinger für die Joy-Cons rangesteckt und hab beiden falsch rumgemacht. Das ist mir aber auch schon mal passiert. Und die gehen ja so richtig beschissen wieder runter, ne? Und wir, ja. Und ich hätte mich wirklich am liebsten weggeschmissen vor Lachen, aber es tat mir ein bisschen leid. Ist mir aber auch schon mal passiert. Ach ja. Minus auf Minus und Plus auf Plus, was ist da so schwer? Aber ja, ich hab dann einfach, ich hab erstmal gar nicht auf den Guck, ob da Plus und Minus steht. Ich hab einfach gemacht, einfach, ne, weißt du? Ja, das ist so passieren die meisten Fehler, einfach mal gemacht. Ja. Komm, hey, du sollst nicht meine Bomben nehmen und sie einfach zu Barry schmeißen, was soll das? Doch. Nein, genau so. Das kannst du nicht machen. Verrückt. Ah, du bist... Ja, direkt da. Ja, da, nimm denn meine Bombe. Meine Bombe der Liebe. Nimm sie. Ja. Oh, Barry hat gewonnen und ich bin Zweiter. Red Bomber. Ich bin untröstlich. Du bist... Bin tröstlich. Oh. Komm, eine geht noch für die Folge. Das waren noch nicht mal 10 Minuten. Ja, du bist selber schuld, ne? Wenn du ein Mädchen wählst und... Ja, das macht gar nichts. Jetzt bin ich natürlich auch nochmal dran. Barry hat 2-mal gewonnen jetzt, oder? Ja, Barry ist halt... Hab ich 2-mal schon? Das waren schon 2, oder? Was ist denn hier los? War das eine Runde, oder? Ja, hopp. Was ist denn hier los? Jetzt mal ohne Scheiß, das war doch fast eine Runde, oder? Ah, nee, das war eine Runde, stimmt. Du hast recht. Ich dachte gerade, ich wäre vollkommen bescheuert. Du bringst das hier durcheinander. Das war eine lange Runde. Das Level nicht geändert, ist das schlimm? Was meinst du? Das Level ist nicht geändert. Ja, egal, jetzt haben wir Pech. Geht jetzt eh los, ich kann da nichts mehr machen.
Wir sind noch in der Babyliga. Wir sind immer noch Babys. Oh. Ach stimmt, wir haben aber jetzt 6 Runden gespielt für die erste Runde, ne? Das war schon. Ja, ja, das war schon. Mental schwierig. Das war. Ja, ja. Wieder dieser Barry gewonnen. Was ist denn hier los? Ja. Ich dachte, Zellers macht heute mal das Rennen. Nein, ja, ich hatte Zellose. Auch. Ich hatte ein letztes Comeback, aber nur damit du auf dem dritten Platz da bist. Ich, ja, ich hab das schon verstanden. Haben wir vorher so abgesprochen. Stand im Drehbuch. Ist das so, ja, ja. Das ist, ah, es macht das schon Bock, das Spiel zu spielen. Es ist cool, ja. Es ist trotzdem jede Runde irgendwie ein bisschen anders, ne? Also. Ich finde jetzt mit dieser besseren Steuerung ist es auch nochmal ein bisschen besser. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, dieses Spiel online gegen Randoms zu spielen. Wahrscheinlich dadurch, dass ich es noch nie gemacht habe, würde ich fast sagen, nein. Ich glaube, das Spiel ist vor allen Dingen dazu geeignet, mal einfach mal einen Kumpel zu schnappen und einfach mal, oder mehrere Kumpel zu schnappen. Sich einen Kumpel zu schnappen und den wegzubomben. Ja, den wegzubomben. Dann denkst du, ja. Im freundschaftlichen Sinne. Ja, ja, wegzubomben. Komm, Barry. Komm, du willst das doch auch. Nein. Komm. Ich hab nee, ich mag dich. Komm, hier. Boah, das war's. Ah. Ui, was ist los? Ah, hab ich ihn in seine eigene... Ich nichts gemacht. Hab ich ihn in seine eigene Bombe rennen lassen. Nee, ich bin schuld. Ich hab ihn nee, hier... Aber danke, was? Danke. Ja, für die Almos. Was Zellos eben schon gesagt hatte, ich glaube auch, das ist eigentlich, wenn du das mit Leuten spielst, die du kennst, dann macht es total viel Bock. Ja, ja, doch. Aber mit Randoms. Ja. Aber andererseits, ich meine, weiß ich nicht, Mario Kart spiele ich ja auch ganz gern mit Randoms. Schnelleck. Aber hier in Bomberman, da fehlt mir da irgendwie so ein bisschen die Spieltiefe, also, glaube ich. Also was mir auch persönlich gefallen hat bei so Anime-Conventions und sowas, war einfach mal ein Randoms zu schnappen und da stand eine Super Nintendo, eine alte, und dann hat man auch tatsächlich Bomberman gespielt. Also von dem her, das Konzept funktioniert noch, also so ist ja nicht, also... Ja. Einfach mal irgendwelche random Typies zu schnappen. Oh. Ehrlich. Bin leicht beeindruckt von Rikus Strategie hier, ne? Also wenn man das Strategie nennen kann, ne? Was? Eiskalt ausgeklügelt. Wenn man das Strategie nennen kann, boom. Das war so nicht geplant. Für mich schon. Nee, das glaube ich nicht. Da, komm. Da, nee. Ach, ich bin dumm. Juhu. Och, Barry, Mann, wir kennen doch nicht Rikus schon. Rikus, ja, die kleine Rikus an die Kasse, bitte. Oh, an die Kasse. Oh Gott. Die kleine Rikus sucht ihre Mama. Rikina oder Rikana. Rikana. Der Longus mögen. Ja, das ist man einmal unkonzentriert und schon. Rikana? Was ist denn das für ein Name? Hab ich mir ausgedacht. Und wie bist du drauf gekommen? Sag jetzt nicht, das kommt von Rikus. Rik und Kanal. Oh, das ist interessant. Jetzt bin ich tot. Kanal. Hier stehe ich so scheiße, hier kann ich mich gar nicht verteidigen. Ist okay. Hey, du könntest ruhig mal... Hier, nimm... Schade. Ich hab gar kein Wurfding. Ah, oh. Hier. Jupp. Geh weg. Nein, du sollst sterben. Ja, finde ich auch. Ja, Rikus, du stirbst. Ob du es willst oder nicht. Und du willst es. Ich weiß es doch. Du willst es sterben. Oh, Alter, ey. Komm her! Ja, ja. Ja, komm, komm. Weg mit dem Rotz. Soll ich? Ah! Das wäre ein geiler Tod gewesen. Das wäre jetzt geil gewesen, ja. Ach. Geht endlich in die Handschuhe, da kann ich dich auch angreifen. Hinter meinem Lächeln versteckt sich der Gedankengang eines Wahnsinnigen. Ich bin wie der Joker, hinter meinem lächelnden Fritze. Ja, das war's. Ach, dieser Penner. Ihr seid immer so böse zu mir. Ja, so dieser Mann. Penner, dieser Wichser. Da ist er, da, ja, ja, ja. Oh. Und dass das nicht für mich gezählt hat, egal, okay. Oh Mann. Okay. Nee, ist doch meine eigene. Ach du Lutscher, da macht das sich selbst kaputt, nur dass er nicht durch mich stirbt, ja, ja. So ist das. Lutscher. So ein Lutscher, ey. Oh ist Mann. Okay. Aber ich hab's auch noch nicht gegen Randoms online gespielt, oder? Nee, bist du ja noch nicht, nee. Nee, ich hab das allgemein noch gar nicht weiter. Also, außer mit meinem Kumpel und meinem Cousin das eine Mal und sonst halt nur mit euch. Und mit uns, oh. Ja. Sind wir auch deine Kumpel? Ihr seid sowas wie Geschäftspartner. Oh, ist das so? Okay. Da war ein sehr schlechtes Geschäft. Ist das doch so nicht erfolgreich? Nicht gut, aber. Ist das unser Meeting, was wir jetzt gerade machen? Oh, genau. Okay. Kleines Telefonkonferenz quasi. Oh, okay. Wir müssen mehr verkaufen. Mit, nee, ich bin dafür, dass wir mehr in Bomben investieren. Dann, was machen wir mit den Bomben?
Also, ich habe ja gehört, aktuell sind ja Bomben richtig im Kommen. Ne? Man hört es ja in den Nachrichten und so. Ich hätte ja gesagt, wir suchen einen Markt zu erschließen, dass ich, ja, als ein Ländchen rauszusuchen. Also ich möchte jetzt nicht ins Wort grätschen, aber mit Bomben einen Markt zu erschließen, das ist nicht unbedingt meine Art. Nicht? Nee. Dann bist du aber arg verklemmt, mein lieber Rico. Ach, Mann. Ja, sehr schön. Wie wir getötet haben. Diese böse Steuerung. Ja, das. Nee, das ist nicht die Steuerung. Das war die Steuerung. Oh, scheiße. Juhu! Hier ist aber weitere Realisierung. Manchmal ist es einfach am sinnvollsten, einfach in einen reinzulaufen und da ganz viele Bomben zu legen. Irgendwann macht er dann aus purer Angst irgendeinen Fehler und dann hast du gewonnen. Ach, ja, aber. Barry hat das Spiel durchschaut. Ja, eindeutig. Ja, wir können aufhören. Das Meeting ist damit beendet. Oh, okay. Ey, das war gemein. Das war ich auch noch. Jawohl, das war ein mega guter Sieg. Was zum Teufel? Das war ein bisschen war krass. Genau das war unfair. Dann hat er einfach mal von Anfang an diesen Handschuh gezogen. Ne? Ja, frechen Handschuh. Ne? Gut, ja, das war's für die Folge. Ihr habt gesehen, wie man das Ganze hier rockt. Ja. Indem man ganz sieht aus, als ob du deine Bombertechniken auffrischen müsstest, Zellos. Steht ich da. Hasse Mädels! Ich hasse Mädels! Gut, Leute, schaut auf den Kanälen der beiden Jungs euch um und ja, schaut die anderen Videos an. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Tschüss! Tschüss! Tschüssi! Zellus, ja.